glatt. Ein Eimerchen. Ja, es scheint ein Nein zu sein. Ja. Nehmen wir auch etwas zu. Der Schrottplatz. Hier finden sich hauptsächlich Schrott. Ja, das ist auf dem Schrottplatz. Ich schätze, Chefrohr hier, dass Chefrohr hier lebt. Das könnte ein guter Ort sein, ein paar Gegenstände zu. Ah, vielleicht finden wir ein paar Werkzeuge, die wir brauchen, wenn wir in reinkommen. Wo ist der Eingang? Ist das der Eingang? Kann ich da rein? Ah, nehmen wir das große Tor hier in der Mitte. Wer ist er denn? Ist das unser komischer Kollege mit der Kamera? Was tust du? Oh, hi. I'm drawing Leopards. It's my favorite animal. What's your favorite animal? Was sind Leopards? I bet it's the Liger. Or maybe it's the Zebroid? Once my secret project is done, no one will ever doubt their existence. I still need some stuff for it. If you see any stuff that you don't need, bring it to me. It could be useful for my secret project. For instance, here, I need a certain type of processor that is very hard to come by. They use them in the new Magna Journey entertainment system. I'm not sure if anyone here has one. Maybe someone who's really rich and powerful. If you see any stuff that you don't need, bring it to me. Der Typ ist durch. Kann ich? Okay, zum Eintauschen. Aha, er hat Werkzeug. Oh ja, bin er. If you see any stuff that you don't need, bring it to me. Okay, er braucht den Prozessor unbedingt. Aber ich klau dir deine Figur hier hinten. Und er hat mehr Glaube? Heißt das, er glaubt an uns oder er glaubt generell an Gott? Ja, er sieht jetzt nicht so nach einem Menschen aus, der sonderlich gläubig wäre. Obwohl, wer weiß. Wer sonst ist hier? Nicht so wirklich irgendwas. Ich habe zwei Figuren und irgendwas zu tauschen. Aber ich habe schon eine Idee, wo das sein könnte, weil er jetzt sehr reich und gesagt hat. Es wird schon, ich nehme an, der Bürgermeister sein. Da unten ist was. Hier ist das Anwesen noch, weil sonst haben wir ja keine Ahnung. Vielleicht der Arzt noch? Ah, hier haben wir noch Haus von der Richter, den müssen wir auch noch besuchen. Kann ich runterlaufen oder ist es dann einfach Klippe? Naja, ich glaube, ich kann da hinlaufen. Mal spannend, was hier sein soll. Ist doch Klippe. Was soll hier sein? Oh, ich bin noch daneben gelaufen. Muss hier rüber. Aber es sieht halt auch nicht aus, als wäre da irgendwas. Ist die Klippe gemeint? Oder ist es halt einfach ein Fehler und keine Ahnung. Oder ich brauche später, dass der irgendwie mal runterschubsen kann oder so. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas Spannendes? Oh, da. Da. Komm ich da runter. Hier. Eine Hütte! Wir haben eine Hütte gefunden. Ein Blumsklo. Ein Geheimversteck. Ich wundere, wer es gebaut hat. Das ist sehr nah an der Klippe. Candy! Ja, ein bisschen Spielzeug. Das ist bestimmt von den Kiddies. Oder auch nicht? Teenager? Gibt es hier Teenager im Dorf? Ich habe noch keinen gesehen.
Da scheint jetzt auch noch nichts so Spannendes zu sein. Ich muss mich wieder verlaufen. Schottpass. Ich habe auch hier nirgendwo eine Krähe gesehen. Die ich halt benutzen kann. Aber normalerweise beim Schrottplatz müsste doch auch irgendwo was sein. Halt an Krähe, die ich nutzen kann, damit ich nicht laufen muss. Sehe ich das vor lauter Wald nicht? Oh, ich glaube, ich sehe es. Ah, guck mal hier, direkt davor gelandet. Nice. Oh, ist eine Aufsichtsplattform. Ah, ein Zettel, was haben wir da? Vor ein paar Tagen hat sich mein Sohn Dirk die Hand verletzt, als er den Drahtzahn in der Nähe der Straße berührt hat. Ich wünsche, jemand würde den Bericht reparieren und den damit etwas dauerhafter und weniger gefährlich übersetzt. Ist meine Freiheit ist willkommen. Nancy? Bei unserer Nancy aus dem ersten Teil? Ich wusste gar nicht, dass sie einen Sohn hat. Aber Nancy ist jetzt auch nicht mehr, so was soll's. Und der Handfall ist eine Drahtzahn in der Nähe der Straße berührt hat. Okay. Schauen wir uns gleich besagten Zaun an. Aber das ist das hier. Ja. Fehler der Besetzung. Ja. Der Zaun da unten? Oder irgendein Zaun. Ah, guck mal hier. Stacheldraht. Durchschneiden. Okay. Werkzeug hatte ich jetzt keins verschneidet. Nee, nicht so wirklich. Vielleicht die Zange von dem Dude. Aber die Schneide. War das so eine Schneidezange oder war das eine normale Zange? Ich weiß es nicht mehr. Hier haben wir noch Haus der Morgens, Baumhaus, das Anwesen und den Richter. Da haben wir es doch bald. So, das sollte jetzt nah genug unten sein. Ah nee, das bist gar nicht du, das ist das gruselige Mädchen. Daddy's angry again. Derek threw away his drink. Ah, da ist Daddy. Ui, der Dude. You better run, son. Nobody touches my booze. If I ever see you doing that again, I'll beat the shit out of you. It's gonna be a long appointment to the doctor, boy. Oh yeah. He probably went to a secret hideout. I wish Mommy would come home soon. Oh, what the hell are you crying about? It looks like we have to put you on another timeout in the backyard. Get your ass over there. Daddy? No, not the backyard. Oh nein! Was ist das denn für eine? Weil die sind ja alle furchtbar. Aber ist ja nicht so schlimm, wenn wir dann alle vernichten. Sagen wir es mal so. Aber hier war doch irgendwo so ein Teufelchen zum Einsammeln. Ich hab's gesehen, wie ich gelandet bin, aber wo bin ich genau gelandet? Wir gehen gleich gucken und mal schauen, was wir machen. Am Ende machen wir es wie beim zweiten Teil. Wir sammeln die ganzen Kinder ein. Ja, bis auf die anderen drei, die ist egal. Aber vielleicht wird sie ja unser Anhänger. Ja, cool. Wir schon ein paar Gläubige haben. Ja, hier ist es nicht. Hey, hier war doch irgendwo so ein Teufel. Egal. Und jetzt? Okay. Aber das ist eine Falle für jemanden. Ich sollte da nicht drauf treten. Vielleicht für einen Daddy eine Falle.
Lucius. What are you doing here? I would love to play with you, but I'm on a timeout again. Okay, solange er sie nur da einsperrt, ist ja okay. Ich dachte, er macht jetzt sonst was mit ihr. Ich nerv das aber, dass ich die Figur nicht mehr finde. Der andere ist hier hinten irgendwo lang gerannt. Aber da hinten ist ein Baum, wo soll ich hier auch noch irgendwann hin? Ah, mal gucken! Mal hier noch irgendwas. Aschenbecher trinken. Lampen. Ich zünde alles an. Müssen wir jetzt aufpassen, dass er uns nicht erwischt. Wie so viel Zeug kann ich irgendwann mitnehmen? Junge, nimm was mit. Zur Not ein Buttermesser. Irgendwas. Okay, da ist der Hinterhof. Irgendwas hat geleuchtet. Irgendwas kann... Ah. Einige Briefmarken. Erblich halten sie LSD. Aber... Das ist keine Briefmarke. Das war alles andere als eine Briefmarke. Eine ganze Flasche. Ein Donut, Hotdog, Waffeln. Ich will auch Waffeln. Ich habe heute schon keine Waffeln gekriegt. Oh, er repariert. Aber nicht wirklich was, mit dem ich interagieren kann. Oh, ein Klo. Ah, ich... Warte mal. Ich will die Figur. Dann muss ich... Ja, wegschütten. Ins Klo nicht daneben. Kollege, treffen! Eine Katze. Ja, du gleich in der Hand, was will der denn? Und eine zweite. What? My bottle. Where did I? Oh, that boy better not touch my bottle. God help him if he did. Die sieht so nass boy, aus. Did you take my bottle again? No. Boy, I've told you not to touch my things. Stop. Oh. Junge, kannst du dein Kind nicht schlagen? You better call the doctor, Sam. Looks like your brother had another accident. Might need some stitches. Hello, Dr. Green? Yes, it's Samantha Morgan again. We need you to come home and help Derek. He's hurt pretty bad. You here to meet Sister Marie? Oh, wie hart, was das denn für eine Arschgeige? Noch eine Katze? Wie ist er jetzt? Achso, das ist der Doktor. Dann machen wir einen Doktor. Wieso muss er den jetzt zeigen, dass er da fährt? Da, es kommt da ins Haus. Sind wir mal gespannt, was passiert. Lädt der nur oder passiert da noch was? Okay. Habe ich gesehen, dass du zu morgens durch Jackson Nation führt?
Okay. Okay, das ist ein Baum, da muss ich doch noch hingehen. Ja, mit ihr habe ich auch so ein bisschen Mitleid. Das ist 50%. Was hat er? 50%? Okay. Aber ich will hier nochmal gucken, ob ich hier irgendwas brauchen kann. Dann gehen wir zum Baumhaus. Aber es ist halt auch nichts passiert. Das ist ja wahrscheinlich nicht das erste Mal. Und hier war nix. Das war das Bad, habe ich das runtergespült. Oh, da leuchtet. Eigentlich ist einfach nur hell. Okay, ich dachte ja schon, man leuchtet. Das ist das Zimmer von dem Jungen, von Derek. Dann ist das Zimmer von der Kleinen. Und die hat auch Waffeln. Also steht los, okay. Ich tue weit weg. Okay. Hier scheint erstmal nichts zu sein, kann ich ihn für die noch mal ein bisschen ärgern. Nee, der sitzt sogar noch vor der Glotze. Aber man hat er sie wieder reingehen lassen. Oder sitzt sie immer noch jetzt im Hinterhof fest? Einfach nur aus Prinzip. Aber ich glaube, das wird doch für irgendwas anderes wichtig sein. Okay, ich guck noch mal. Das war ja schon. Okay, so ganz funktioniert das alles nicht. Chris, what are you doing here? I would love to play with you, but I'm on a timeout again. Cool, pass auf da. I can't get out of here. I know because I've tried. Ich würde sagen, du passt da eigentlich relativ gut durch dieses Loch da durch. Ich weiß ja nicht. Okay, ich glaube, erstmal können wir ihnen nicht helfen. Ich muss erst Sachen herausfinden. Wir gehen erstmal ins Baumhaus. Vielleicht wird uns Derek ja helfen. Obwohl, der ist verprügelt. Man, der hat vergessen. Da streiche ich das wieder. Ich habe ganz vergessen, dass der jetzt im Krankenhaus liegt. Oder ich vermute, er ist im Krankenhaus. Er wird jetzt nicht einfach genäht worden sein und dann ab ins Baumhaus oder so. Halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Bin ja im richtigen Weg. Das sieht irgendwie falsch aus. Baumhaus hier. Ah, falsche Taste. Baumhaus, Baumhaus, Baumhaus. Ein schönes Baumhaus. Get and stay out. Get out and stay out. Wo kam die Botanik jetzt her? Ich weiß nicht, ob es an meinem Computer liegt, dass er das nicht richtig rendert. Oder ob das an dem Spiel liegt, dass die LODs total verkackt sind. Ich würde es nicht bescheiden, es kann auf meinem Computer liegen. Ja, wie komme ich jetzt da rein? Was soll denn das? Ja, da weiß ich. Hast du mir schon mal gesagt. Aber wie komme ich jetzt in der Baumhaus da rein? Da muss ich auch irgendwo an Eingang sein. Da. Eine Leiter gefunden. Ich würde sagen, da muss er irgendwie reingehen. Ich meine, für uns ist das ja relativ einfach. Aber wie sind die anderen Kiddies da hochgekommen? Haben wir irgendwie eine Schnur da dran und ziehen? Das wäre irgendwie sehr gefährlich. Dann fällt einen auf die Rübe. Hochklettern. Ja, bitte. Ich meine, wir hatten auch ein Baumhaus. Aber wir hatten halt einfach
die Leiter zum Mitnehmen teilweise gemacht. War doch nur eine relativ kurze. Was eigentlich auch sinnvoll war, weil eigentlich fast jedes Kind an dem Baumhaus beteiligt war. I'm not fat. Was ist hier? Steel. Ah, hier, Steel. Was? Das Red? Ah, Red Poison. Stehle Rattengift vom Müll? From the garbage. Oberstes Dings. Oberstes Red until he's away from the couch. Okay, das mit der Flasche funktioniert nicht. Aber wir können das gucken. Rattengift im obersten Regal in der Garage. Das ist auch Garage, also Garage Garage. Oberstes Dings. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das finden. How to kill that. Rattengift in die Flasche. Ja, er hat ja Essen da. Wir können es einfach. Oh ja, wir haben ein Scheinhaustier. Aber da müssen wir gleich mal gucken, ob wir einfach gesehen haben. Oh, kann ich? Was? Kann ich nicht den Schläger mitnehmen? Nö. Hallo, ich würde gern dieses Figürchen. Ah, okay, da kann ich hoch. Das ist wahrscheinlich auch genau dafür da, dass man sieht. Derek's Club. No girls. Okay. Eine Bank sogar hier oben. Oh, du bist doch nicht im Krankenhaus. What the hell are you doing here? You're trespassing. Get the hell out of here. Nö. Kann ich einen Baseballschläger haben? You better leave before I get really angry. If you come any closer, I'm gonna hit you as hard as I can. Kann ich irgendwas tun dagegen? Haut er mich? Er haut mich. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, wir machen keine Drohung, ernst. Okay, ich lasse ihn erstmal da. Ich gucke jetzt erstmal in der Garage, ob das funktioniert. Ich weiß ja schon, wie ich Fuddy ablenke. Vielleicht wird das unser erster Mod in dem Spiel und der hat's verdient, mal ganz ehrlich. So, gucken wir mal.